Also beim Unterrichten ist einerseits wichtig, dass man diese Kombination aus fundierten Grundlagen, einen starken Praxisbezug, aber eben auch den Innovationsaspekten reinbringt. Wie ich vorher schon gesagt habe, die Technologie oder die Smart Factory von morgen kann man nur mit der Technologie von heute aufbauen. Das heißt, diese Technologie muss man fundiert verstehen, muss die fundierten Abläufe der Produktionsoptimierung, des Auftragsmanagements, der Logistik, der Instandhaltung verstehen, muss gleichzeitig aber verstehen, was sind die Chancen von innovativen Methoden, von neuen Technologien und was sind da die Grenzen und die Herausforderungen. Im Speziellen das Bindeglied sozusagen der Big Data, der Datenanalyse, wo ja oft fälschlicherweise gedacht wird, ich brauche nur Daten haben und dann gebe ich es dem, ich sage mal bewusst, Wunderwuzzi-Algorithmus, der macht dann schon was damit. Ganz so funktioniert das nicht. Ich kann nur Probleme lösen, die ich wirklich erstellen und die er wirklich modellieren kann. Und dieses Verständnis benötigt man eben. Das heißt, in dem Unterricht haben wir einerseits die fundierten Grundlagen, untermauert immer mit Praxisbezug. Und damit es natürlich auch unterschiedliche Lernräume für unterschiedliche Typen hat, haben wir da sehr viele interaktive Einheiten, haben Planspiele drinnen, um eben für das auch neue Lernräume zu schaffen, das Gelernte zu untermauern.